Der Chef der Europäischen Volkspartei, zu der die ÖVP gehört, Josef Daul, hat gesagt, die Errungenschaft Europas sei, grenzenlos Pornos zu schauen. Das war sowas von skurril. Ich habe zuerst geglaubt, das handelt sich um einen verspäteten April-Scherz. Der hat gefragt, worin er den Wert der Europäischen Union sieht, hat er erklärt, dass er den jungen Menschen sagt, dass er als junger Mann vom Elsass nach Kehl fahren musste, um sich dort Pornos anschauen zu können und dass dazwischen eine Grenzkontrolle war und er immer den Pornofilm versäumt habe. Bitte, das ist der Wert der Europäischen Union. So erklärt der Vorsitzende einer angeblich konservativen Fraktion jungen Menschen der Wert der Europäischen Union. Wenn, ich nehme an, dass er das ernst gemeint hat. Damit hat er unfreiwillig zugegeben, was diese Europäische Union wirklich ist. Es ist der Versuch, die Leute mit Hedonismus für ein Projekt eines europäischen Superstaates einzukaufen, der schlicht und einfach keine moralische Basis mehr hat. Und das hat Daul fast unfreiwillig komisch zugegeben. Eine moralische Basis für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Wie kann man das politisch ermöglichen? Das geht nur mit einer Rückbesinnung auf christliche Werte. Das ist ja auch der zentrale Punkt der Wahlbewegung der Reformkonservativen, dass wir versuchen, Europa wieder von seinen christlichen Wurzeln her, von seinem christlichen Fundament her zu definieren und daraus Politik zu machen und das Ganze wieder auch auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren. Das heißt also, hinter dem Maastricht-Vertrag zurückzugehen, mit dem Maastricht-Vertrag und damit mit dem Prozess aus Europa, einen Superstaat machen zu wollen, diesen Prozess müssen wir stoppen und müssen wieder hinter dem Maastricht-Vertrag zurück. Das ist übrigens auch mein Angebot jetzt an die wertkonservativen Wähler der Freiheitlichen, die ja derzeit heimatlos sind, wo ich gesagt habe, die Reformkonservativen sind jedenfalls eine glaubhafte Alternative auch für Freiheitliche, die mit dieser ganzen Spaßpartie, die jetzt in der FPÖ das Sagen hat, mit dieser ganzen hedonistischen Disco-Clapping-Partie nichts mehr am Hut hat und auch nichts anfangen kann, die haben jetzt jedenfalls mit uns Reformkonservativen eine glaubhafte Alternative.